Herzlich willkommen zur Pressekonferenz anlässlich des Spiels Offenbacher Kickers gegen den VfR Aalen. Kurze Wasserstandsmeldung bezüglich des Kaders. Aufgrund der Situation jetzt in dieser Woche, auch bezüglich des Verbandspokalspiels, musste man ein bisschen sehen, wie es in der Kaderstruktur aussieht. Ali Ulabas hat ein paar Probleme. Hat aber heute trainiert und hat grünes Licht gegeben. Sandro haben wir ja auch im Endeffekt hinsichtlich des Spiels gegen Offenbach auch frühzeitig vom Platz genommen. Da scheint es auch eine positive Rückmeldung zu geben vom Arzt. Da gucken wir aber nochmal, wie es jetzt wirklich aussieht, was die Ultraschallbilder angeht und grundsätzlich, ja, außer die Langzeitverletzten sind alle wieder im Training gewesen. Christian Atschesen auch schmerzfrei heute trainiert, aber sicherlich jetzt noch zu früh, um da von einem, ja, um von Spielzeiten zu reden. Müssen wir schauen, wie wir es dann morgen früh entscheiden, beziehungsweise heute Nachmittag, wer dann im Kader steht